Gute und herzlich willkommen zurück in diesem Motorvlog hier. Wir sind mal wieder mitten im Stau von Frankfurt, wie man es hier gewohnt ist. Und meine Tankanzeige blinkt auch, das ist natürlich super. Das heißt, wir dürfen dann auch tanken gehen. Wir fahren auf jeden Fall gerade, oder was heißt wir, ich fahre gerade alleine zu einem Bekannten. Da chill ich jetzt ein bisschen, mal noch was. Ich mache ja auch Graffiti und da soll ich was Kleines malen. Und hier ist wieder Chaos pur überall. Die Leute können alle nicht fahren. Der fährt auch geradeaus. Dann nehmen wir doch mal die Spur hier. Und wir müssen jetzt erstmal in Richtung Main so. Oh Gott, hier ist ja 30 Straßenschäden. Aber egal, ich habe eine Supermoto. Das ist Geländebike. Ja, also wir fahren jetzt erstmal davor und dann links und dann gucken wir mal, wo wir dann hin müssen. Wir fahren auf jeden Fall wieder über den Main, das ist ja immer ein schöner Ausblick mit dem Motorrad. Das ist doch immer schick anzuschauen. Ich muss mal gucken, ich habe jetzt gestern ein Video aufgenommen, ne, oder was, vorgestern war das. Ich habe ein Video aufgenommen, da kam ich leider noch nicht zum Schneiden. Ich hoffe mal, ich heute Abend oder morgen kann ich das schneiden, dann kommt es, denke ich mal, Mittwoch. Und das Video hier kommt dann ein bisschen später noch. Ich weiß noch gar nicht, wie lange das wird, weil ich bin gar nicht so lange unterwegs. Ich muss eigentlich jetzt nur noch davor und dann rüber, dann bin ich schon fast da. Von der Strecke her ist es zwar nicht weit, aber von der Dauer wahrscheinlich wieder, weil man wieder ewig an der Ampel steht. Aber das bringt mich mal ein bisschen zum Erzählen. Was ich nämlich nochmal ansprechen wollte, war nämlich A2. Und zwar Führerscheinklasse A2. Könnte ich ja machen, weil ich 18 bin. Ich habe meinen Führerschein halt, weiß nicht genau, wie ihr das erste Video oder einer der ersten Videos damals gesehen habt. Ich habe meinen Führerschein ja erst recht spät gemacht. Mit 17,5 ungefähr. Deswegen bin ich jetzt auch noch A1-Fahrer mit einer 125er mit 18. Ich werde dann wahrscheinlich nämlich warten, bis ich 19 bin quasi dann, um dann auf den A2 aufzusteigen, weil dann brauche ich nämlich nur die Prüfung zu machen und muss nicht groß irgendwie noch irgendwelche Theorie oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht genau, wie das läuft, aber das erspare ich mir den ganzen Scheiß. Und deswegen, ich weiß auch noch gar nicht genau, ob ich irgendwie ein Bike habe, was ich mir dann nach der Maschine hier holen will, weil eigentlich habe ich erstmal nicht geplant, die so schnell wieder zu verkaufen, weil die ist ja auch neu quasi. Deswegen werde ich das Ding jetzt noch ein bisschen fahren. Also falls ihr irgendwie jetzt sagt, kauft ihr mal ein besseres, ein größeres Bike oder so, nee, sorry Leute. Erstmal fahre ich noch mit dem Ding ein bisschen rum. So, da jetzt der Weg gestern doch ein bisschen kürzer war als gedacht, ist der Vlog ein bisschen unfreiwillig unterbrochen worden. Und deswegen ist der Vlog jetzt nur 3 oder 4 Minuten lang gewesen und jetzt fahre ich noch ein bisschen weiter. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich gestern noch alles geredet hatte, auf jeden Fall mit A2-Bike und so weiter. Und was ich mir als A2-Bike holen wollte, hatte ich ja noch keine Ahnung und so. Und jetzt fahren wir wieder zu meiner altgeliebten Tanke, die Esso da vorne, weil die schön günstig ist. Da war ich ja vorletzten Video auch schon. Und da war es ziemlich günstig, deswegen, auch schick. Ja, boah, geil. Ey, hier stehen immer so geile Motorräder, Autos, alles steht hier immer rum, das ist so nice. Und mal gucken, was es heute kostet. Oh, ich sehe schon 1,45. 5 Cent teurer. Schade, schade. Aber was wollen wir machen? Tanken müssen wir so oder so. Ob es jetzt 1,45 ist oder 1,40, ist bei dem Motorrad jetzt auch nicht so schlimm. Ja, ich bin ein bisschen voll bepackt, weil ich gerade noch einkaufen war. Ich habe jetzt einen Rucksack und eine Tasche vorne und deswegen bin ich ein bisschen sehr voll bepackt. Das ist ein bisschen blöd, aber ja, so ist das halt, wenn man Motorrad fährt und einkaufen geht. Bin ich mal gespannt, wie viel eigentlich reinpasst. Es müssten wahrscheinlich wieder um die 3-4 Liter sein, 3,5. Ich habe nämlich immer nie das Gefühl, wann muss ich tanken, wenn die Anzeige schon geblinkt hat. Weil es ist schon kacke ohne Tankanzeige. Deswegen muss ich dann immer so, jetzt gehe ich lieber tanken, bevor ich dann liegen bleibe, obwohl wahrscheinlich noch
wie man jetzt sieht, noch 2,5 Liter oder so, na, no, verdammt, 2,5 Liter oder so drin gewesen wären, beziehungsweise sogar mehr, bei 3,5 Litern und 6,3 passen rein. Ja, genau, 2,5, 2,6 wären noch drin gewesen. Aber ich tanke dann lieber früher, als irgendwie liegen zu bleiben. Ich meine, hier gibt es ja überall genug Tanken und oft genug ist man auch unterwegs. Na komm, so. Dann würde ich mal sagen, wir gehen mal bezahlen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, das ist so viel Zeug, was ich hier viel zu voll bepackt, ey. So, da kann es weitergehen. Ich fahre jetzt dann Richtung Autobahn, habe ich gerade beschlossen. Das ist für mich der einfachste Weg, um nach Hause zu kommen. Deswegen fahren wir jetzt gleich dann ein kurzes Autobahnstück. Vor allem ist es wirklich nur kurz, weil ich fahre nur kurz auf die Autobahn drauf und dann eigentlich direkt wieder runter so. Aber es geht schneller als durch die Stadt. Ich hoffe mal, der Akku hält noch ein bisschen, weil der blinkt schon. Deswegen weiß ich nicht genau, wie lange der Akku jetzt noch hält. Wir werden es sehen. Verkehr sollte jetzt nicht groß sein, weil es ist noch relativ Mittag, Morgenzeit, morgen so Vormittagzeit so. Da ist ja eigentlich nicht so die Hölle los. Abends wird es hier immer schlimm, weil dann staut sich hier komplett und man kommt hier gar nicht mehr durch. Also auch mit dem Motorrad kann man sich manchmal ein bisschen durchfiltern, aber so geil ist es auf jeden Fall nicht. Aber jetzt gerade sieht es gut aus, wir kommen gut durch. Jetzt ist 10.32 Uhr, ich habe auch noch ein bisschen Zeit. Oh, da ist die Polizei und sie verfolgt einen Futura-Fahrer. Ich habe jetzt noch 2 Stunden Zeit, bis ich auf die Arbeit muss und kann jetzt noch meinen Einkauf nach Hause bringen, weil das ist ganz schön schwer. Und ziemlich viel Zeug wieder mal gekauft. Das ist immer schlimm, man kauft und dann am Ende merkt man, scheiße, wie soll ich das alles transportieren? Ich glaube, das kennt jeder Motorradfahrer. Das Schlimmste ist, wenn man keinen Rucksack dabei hat und dann steckt man sich immer so in die Jacke rein oder so. Das ist so dieses typische Motorradfahrerproblem. Ich weiß nicht, bei mir das Problem ist, ich kann halt bei mir auch keine Seitentaschen dran machen, weil ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Der Auspuff ist ja direkt quasi so hoch bei Supermodus, dass der direkt wahrscheinlich die Tasche abfackeln würde. Und deswegen habe ich auch irgendwie keine Möglichkeit, da Taschen dran zu machen. Wobei das auch irgendwie scheiße aussehen würde. Aber ich stehe auch immer so schön im Hondas rum. Aber bei 125er Honda habe ich irgendwie nichts gefunden, was mir gefallen hat. Also ich war auch bei dem Händler und habe geguckt, aber da war nichts dabei, was mir irgendwie gefallen hätte. Deswegen habe ich mir auch keine Honda dann geholt. Und wie gesagt, jetzt ein kurzes Stück Autobahn. Ja, okay, fahr halt 50 auf der Autobahn. Wir fahren jetzt gleich die nächste wieder raus, aber das kurze Stück, es geht schneller als durch die Stadt, wie gesagt. Ich weiß nicht genau, wie man mich jetzt überhaupt noch versteht, wenn ich so auf der Autobahn bin. Ich glaube, es ist ein bisschen windig. Gerade weil der neue Helm ja etwas luftoffener ist, deswegen habe ich keine Ahnung, wie gut man mich jetzt noch versteht. Das werde ich dann gleich beim Schnitt sehen. Aber hier geht schon wieder runter. Bin mal gespannt, wie der Kaiserlei-Kreisel, also das hier jetzt aussieht, weil der ändert sich quasi täglich. So am einen Tag fährst du rein, am anderen ist es schon wieder komplett anders und fährst wieder in eine komplett andere Richtung. Keine Ahnung, was hier mal draus werden soll, ey. Das ist absolut totales Chaos. Aber ich muss zum Glück hier nicht durch. Sondern nur hier raus aus der Ausfahrt quasi. Akku läuft auch noch, das ist schon mal gut. Da kommt ein Roller. Der Helm sagt, nee, lol. Wieso dachte ich gerade, das wäre ein Roller? Scheiße. Ups. Ich habe irgendwie nur so halb hingeschaut. Und dann habe ich erstmal gedacht, das wäre ein Ups. Dann dachte ich noch so, oh, der hat aber einen sehr sportlichen Helm von Roller auf. Oh, tut mir leid. Mein Fehler. Was war das für eine? Voll komisch, muss ich mir im Schnitt nochmal angucken, was das war. Ja,
Ist auch immer komisch, weil normalerweise fährt man auf der Seite und die haben es jetzt alles geändert und jetzt fährt man quasi auf der Gegenseite. Voll komisches Gefühl, wenn man hier die ganze Zeit lang gefahren ist und jetzt so in der falschen Richtung. Und was kostet es hier? 1,43. Normalerweise gehe ich hier nicht tanken, weil es immer hier teurer ist und jetzt ist es hier einfach günstiger. Ich habe mich meine Tankstelle des Vertrauens einfach im Stich gelassen und war teurer. 2 Cent. Das macht bei 3 Litern 6 Cent aus. Das ist, jetzt werde ich arm. Ja, ich weiß nicht genau, beim Motorrad ist es halt echt nicht so schlimm, ob es jetzt 2 Cent teurer oder weniger ist. Also zumindest bei einer 125er, wo quasi nichts reinpasst. Ich weiß nicht, bei größeren Maschinen so mit 10, 15 Litern ist dann wahrscheinlich ein bisschen, macht schon ein bisschen mehr Unterschied, aber hier bei den Maschinen, ganz ehrlich, scheiß drauf. Da kann es mir eigentlich recht egal sein. Ich weiß nicht genau, ich habe irgendwie immer das Gefühl, wenn ich nach unten gucke, versteht man mich besser. Aber ich glaube, es ist genau andersrum, weil der Wind dann da so reinzieht. Aber nichtsdestotrotz war es das dann erstmal mit diesem Motorvlog. Ich kann nicht mehr reden, Motorvlog hier. Wir sehen uns im nächsten Video, hoffe ich mal. Ich hoffe mal, ihr hattet Spaß und ich habe euch ein bisschen Informatives über mich und mein Motorrad erzählen können. Also Leute, bis dahin, macht's gut und ciao.